Insgesamt habe ich auf diesem Kanal schon ein paar April-Scherze veröffentlicht, auf die ich in diesem Video nochmal eingehen möchte. Außerdem spreche ich nochmal über den diesjährigen Kinofilm-April-Scherz. Viel Spaß beim Ansehen. Jetzt im April habe ich ja einen April-Scherz zu einem angeblichen Die Sims-Kinofilm hochgeladen, der eigentlich auch ganz gut bei euch ankam. Ich fand es auf jeden Fall mal ganz witzig, das zu machen, obwohl schon vielen natürlich aufgefallen ist, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Ursprünglich habe ich es ja auch eigentlich so geplant, dass ich einen April-Scherz machen will, in dem eine angebliche neue Welt vorgestellt wird. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool gewesen, der auch in den Spieldateien gefunden wird. Aber das habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich in den letzten Tagen dann schon so viel zu den Welten veröffentlicht habe. Also wäre garantiert auch ganz witzig gewesen, aber das habe ich dann gelassen. Und stattdessen ist mir eigentlich relativ spontan gekommen, wie wäre es eigentlich, wenn man so einen Kinofilm ankündigt? Vor allem, was mich ja mal interessieren würde, wie würdet ihr den Film wollen, falls es einen geben sollte? Ihr könnt ja mal oben abstimmen, entweder ob ihr quasi einen Film mit den Sims haben wollt oder einen Film mit echten Menschen, die Sims spielen. Das würde mich doch auch mal interessieren. Ich denke, wir gucken uns jetzt hier einfach nochmal schnell die Kommentare an. Da gab es ein paar witzige hier, also ganz viel April würde ich mal sagen. Hier auch der meistgelikedeste Kommentar, das ist ein April-Scherz, war relativ eindeutig. Es wäre cooler gewesen, wenn man diesen Film am The Sims 4 Geburtstag rausgebracht hätte und kein Whirlpool. Das Witzige ist, irgendjemand hat mir auch in die Kommentare geschrieben, es gab ja scheinbar wirklich mal alte News zu genau so einem Film. Das fand ich eigentlich relativ interessant. Es war anscheinend ursprünglich mal geplant, aber wurde dann irgendwie doch nie umgesetzt. Ich weiß auch nicht so ganz. Interessant. Ich hätte es für einen Moment fast geglaubt, wenn wir nicht den 1. April hätten. Also ja, das Filmplakat habe ich mir hier mal ausgedacht. Mir ist aber aufgefallen im Nachhinein, Salvatore Grusel. Ich dachte, man kann das noch schlechter erkennen im Video, aber man einigermaßen eindeutig steht hier Grusel. Wäre also auch ein bisschen ein komisches Filmplakat mit einem echten Sim-Namen gewesen. Naja, leider ist es ein April-Scherz. Also es ist doch durchaus aufgefallen, muss man sagen. Aber auch so, wenn wir uns jetzt nochmal angucken, ich habe ja schon in den letzten Jahren immer einen April-Scherz veröffentlicht. Zum Beispiel letztes Jahr war es ein April-Scherz mit einem angeblichen Farbtool. Das habe ich auch einigermaßen spontan erstellt. Das war eigentlich sogar einigermaßen aufwendig. Hier habe ich nochmal die Szene, da habe ich einfach in Premiere Pro quasi einfach hier so ein Objekt genommen und so ein bisschen nachgestellt, wie es aussehen könnte. Meine April-Scherze sind auch, wie manche immer sagen, nicht von EA, also sondern wirklich von mir. Wenn ihr also bei jemandem Dampf rauslassen wollt, dafür den April-Scherz, dann nicht bei EA. EA hat damit gar nichts zu tun, sondern halt immer ich. Aber den April-Scherz habe ich eigentlich auch ganz cool gefunden, muss ich sagen. Da sind, glaube ich, sogar einigermaßen viele Leute drauf reingefallen. Ha, guter Witz, ich dachte, es ist echt. Dann das Jahr davor habe ich auch einen April-Scherz gemacht. Da ging es dann quasi darum, dass wir eine neue Fundamenthöhe für verschiedene Ebenen im Spiel haben. Dass man die quasi hier pro Ebene einstellen kann, was es ja jetzt so im Spiel auch gibt. Und das Stelzdach, ich weiß auch nicht so ganz, wie ich da jetzt auf die Idee gekommen bin. Und ein Realistic-Mod-Paket, vorher, nachher. Natürlich völliger Quatsch, aber ich fand es irgendwie von der Idee ganz witzig. Ich glaube, ich habe den April-Scherz daher, dass ich quasi in Photoshop wirklich die ganze Benutzeroberfläche nachgestellt habe. Und dann ist mir aufgefallen, daraus könnte man ja auch irgendwie einen April-Scherz machen, wenn man das hier mit so einem richtigen, echten Bild verbindet. Hier im Hintergrund, oh, habe ich hier noch so einen Sims-Baum reingefotoshoppt, fällt mir gerade auf. Den gab es nicht auf dem Kanal, aber ja, fand ich trotzdem irgendwie ganz witzig. Konnte man sich, glaube ich, sogar runterladen und dann habe ich so gemacht, dass dann im Hauptmenü stand dann da, quasi statt den Rendern, die man ja immer sieht, stand dann da nur, ja, April, du kannst jetzt die Mod wieder aus dem Mods-Ordner entfernen. War auf jeden Fall doch ganz witzig, das so umzusetzen und vor allem dann immer eure Reaktion zu sehen. Und in 2017 gab es nochmal einen April-Scherz mit Einbrechern. Da habe ich so einen ganzen Trailer rundum gebastelt. Das war auf jeden Fall auch sehr spaßig. Hat mehrere Monate gedauert. Die April-Scherze waren alle ein bisschen kürzer. Wir haben hier hin auch nochmal schon. Falls ihr den noch nicht kennt, habe ich auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Habe ich hier dann auch so einen kleinen Trailer gebastelt, mit dem dann die angeblichen Einbrecher und auch Autos wieder zurück ins Spiel kommen. Das kann man hier gleich nochmal sehen. Muss ich dann natürlich auch immer stark an den Originaltrailern irgendwie halten, hier mit dem Licht. Das habe ich dann einfach nicht im Spiel quasi nachgebastelt, sondern halt später einen Effekt drüber gelegt. Ja, der Trailer ist auch genau 30 Sekunden lang. Also ich würde sagen, vielleicht haben es auch die
einen oder anderen von euch geglaubt. Hier am Ende habe ich sogar noch einen Render gemacht bekommen. Das fand ich auf jeden Fall extrem cool. Also war schon wirklich mehr Aufwand als die anderen. Hier dann noch der Blogbeitrag. Da hat mir ein Kollege, der Cheyenne, noch geholfen, hier Screenshots zu erstellen. Alles extrem cool auf jeden Fall. da kann ich mich auch nochmal erinnern. Da saß ich dann wirklich den ganzen Tag da und habe einfach nur Reaktionen gelesen, weil ich es so witzig fand. Also die Screenshots sind auch extrem cool geworden, muss man sagen. Ansonsten haben auch meine Kollegen von simtimes.de einen sehr witzigen April-Scherz veröffentlicht, hier in dem angebliche Cheats mit einem Update wieder rausgeschmissen werden. Ich habe das auch auf Twitter so morgens gesehen, dachte so ganz kurz, oh, was? Bis ich dann natürlich auch relativ schnell realisiert habe, dass das natürlich Quatsch ist. Also falls ihr das gelesen habt, nicht echt April-Scherz. Also bei Simtimes freue ich mich auch jedes Jahr immer so ein bisschen, da gibt's immer witzige Sachen. Ansonsten gab's gar nicht so viel. Eine englische Simmerin namens Tazreen Tasnim hat noch einen ganz witzigen April-Scherz gemacht. Es war, glaube ich, auch noch so der einzige, den ich so wirklich mitbekommen habe. Da wurde hier anscheinend so ein neues Ski- oder allgemein winterlich bezogenes Pack angeblich natürlich veröffentlicht. Glacier Valley mit einem richtig super tollen Icon. Das sieht wirklich cool aus. Und dann hier auch noch ein paar angebliche Screenshots. Hier der Yeti. So eine Eiswelt. Auf jeden Fall, ich weiß auch nicht. Die Community am 1. April kann sich da jeder so ein bisschen kreativ austoben. Und da war wirklich doch einiges Lustiges dabei. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen April-Scherz ihr von mir oder anderen Zimmern besonders cool fandet und auf welchen ihr vielleicht auch mal reingefallen seid. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich habe aktuell sogar schon eine Idee für den April-Scherz im nächsten Jahr, aber ich muss nochmal gucken, wie ich den und ob ich den überhaupt umsetze. Da schauen wir auf jeden Fall mal. Wird auf jeden Fall witzig. Dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos wieder.